Dieses Bild hier habe ich schon mal gesehen. Da gab es Fanarts oder so. Oder halt irgendwelche Arts gab es dazu. Will mal dahin. Mal gucken, was da passiert. Das kommt mir so klein vor. Die ganze Bude hier. Die ist bestimmt größer, oder? Ich muss auch die Kameras da mal ausschalten. Ich will die nicht sehen. Ich weiß, wo meine Bude ist. Nice hier. Jö, hier lang, da lang. Was? Ja, verziehe dich. Mit dir will ich nicht spielen. Ach komm, hier machen wir schneller. Du willst mich doch echt verarschen, ey. Ausgebrochen. Ja, 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 komm. Verziehe dich. Ich spiele nicht mit dir. Mit dir spiele ich nicht, so. Interessant, dass er noch keinen Schaden gemacht hat. Also der verstärkte Anzug macht schon ordentlich was her. Dass man nicht mehr ganz so empfindlich ist. Ja, komm. Ja, sehr geil. Was bist du? Du bist Titan, ne? Ja. Du bist Titan. Hat es bestimmt so gedacht, dass man hier unten sich eine Basis baut, weil das hier riesengroß ist. Damit man das sich in aller Ruhe angucken kann, alles. Kann ich mir vorstellen zumindest, ne? So, wir wollen einen Stuhl. Ich hab keine Ahnung, wie viel Titan da so ein Stuhl braucht, ja. Stuhl. Ein Kommandantenstuhl. So, dass ich keine Sicht habe. Ich hätte gern ein Fenster, dass ich rausgucken kann. Habe ich Kristall? Ich finde bestimmt noch einen. Ich will ein Fenster bauen, damit ich rausgucken kann beim Lesen. Das erscheint mir richtig. Wobei, ich brauche bestimmt 4 Quarz, oder? Ich kann mir vorstellen, dass ich 4 Quarz brauche. 2 Glas halt. Wir gucken mal. Ja. Eine Fensterscheibe hätte ich gerne gehabt. Fensterscheibe hier. Ein Glas. Okay, gut, dann haben wir's. Ja. So. Wieso geht das nicht? Weil ich das andere Quarz nicht einstecken habe. Hier, steck ein. Ja, mache ich gleich. Mein Fluid wächst da gerade. Quarz. Muss gleich mal gucken, wie weit es schon gewachsen ist. Noch nicht besonders weit, verdammt. Ich sehe es nicht. Man kann halt nicht sehen, wie weit das schon ist. Ja, Fenster. Hübsch. Das habe ich nie gesehen, wie die strukturelle Integrität jetzt ist. Aber wahrscheinlich schrecklich. Okay, jetzt noch ein Stuhl hier hin. Stuhl, wo bist du? Ja, Kommandantenstuhl. Drehen, 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 drehen. Der guckt jetzt hier raus. Der sitzt jetzt hier vor seinem Beet und guckt da raus. So. Wunderschön. Gut. Setzen. Geht, ne? Ach, das geht, ne? Da muss Platz sein. Ist ja ärgerlich. Komm, dann bauen ab. Ja, komm. Bau ab. Dann halt... doch, irgendwie anders. Vielleicht doch hier so und drehen, drehen, drehen. Drehen wir hier so. Mach mal dahin, mal gucken, wie es ist. So. Ah, wunderbar, man sieht nichts. Sehr schön. So habe ich mir das gedacht. 15 Wasser noch. Ich sehe mich schon sterben. Datendownloads. 5 Stück. Da los. Solch ein Profil.
Diese Konsole enthält umfangreiche Daten über die bakterielle Seuche, die als Kara bezeichnet wird. Entdeckung. Erstmals aufgetreten während einer routinemäßigen Netzwerkerweiterung auf äußeren Welten. Entwicklung zur Pandemie. Ein Netzwerkfehler führte zu einer Fehlfunktion im Routine-Quarantäneverfahren. Die Seuche wurde auf die Kernwelten übertragen und breitete sich dort schnell aus. Bestätigte Todesfälle 143 Milliarden. Das ist ordentlich. Bakterielle Vorgehensweise. Befällt gesunde lebende Zellen und mutiert die genetische Grundstruktur. Symptome. Erstes Stadium. Allmähliches Versagen des Immunsystems. Zweites Stadium. Grüner Hautausschlag und grippeähnliche Symptome. Drittes Stadium. Unberechenbare Veränderungen der biologischen Struktur. Viertes Stadium. Vollständiger Zusammenbruch der Vitalfunktion, sprich Tod. Eingeleitete Notfallschritte. Kernwelten unter Quarantäne gestellt. Bakterienproben an isolierten Seuchenforschungseinrichtungen verteilt zur Entwicklung eines Impfstoffes. Behandlungsprozedur unbekannt. Das ist doof. Probenforschungsdaten. Was haben wir da? Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die zuvor in dieser fremden Einrichtung aufbewahrt wurden. Einige Einträge konnten übersetzt werden. Kleiner Pflanzenfresser Kappa. Was? Dieser Eintrag scheint sich auf den gewöhnlichen Glubscher zu beziehen. Keine Immunität gegen die Infektion. Tod tritt in der Regel innerhalb von 4 Tagen ein. Zeigt keine Rückbildung der Symptome bei Kontakt mit Enzym 42. Symptome kehren jedoch schnell zurück. Ach, zeigt eine Rückbildung der Symptome. Kehren jedoch schnell zurück. Zeigt fortgeschrittenes Lernverhalten und etwas Fassungsvermögen, um Enzyme auf andere Exemplare zu übertragen. Leviathan Embryos. Ausgewachsene Exemplare für Studien in Behältern zu groß. Eier aus Nestern entnommen. Embryos zeigen keine Zeichen von Immunität. Tod tritt in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Kleine Proben von Eiern für weitere hochpriorisierte Forschung der Brutvorgänge der Leviathane aufbewahrt. Große Fleischfresser. Theta. Außenlabor zur Erforschung der Überreste eingerichtet. Zeigt gewisses Potenzial zur Immunität gegenüber der Infektion, aber physikalische Überreste erweisen sich bisher als unzureichend für eine vollständige Rekonstruktion. Unidentifizierter Leviathan. Diese Leviathanart wurde mit der Bezeichnung Seeimperator versehen. Knochenproben von Imperator-Exemplaren zeigen gewisses Potenzial zur Kara-Immunität. Einzelne Exemplare für Studien in nur zu diesem Zweck gebauten Sicherheitseinrichtungen untergebracht. Errichtet in Vulkanregionen in 1,4 Kilometer Tiefe. Beurteilung. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich dieses Imperator-Exemplar noch in der beschriebenen Einrichtung befindet, ist es möglich, dort weitere Daten über die Seuche der Fremden nach einem Heilmittel zu finden. Was? Ja. Fetzt. Daten aus Scans. Fließband. Eine Art Fertigungsstraße für Warp-Bauteile. Ach, die haben die gebaut? Ach nee, echt? Selbst teleportierende Quarantänevollstreckungseinheit. Ach, das sind die. Diese Lebensform zeigt Anzeichen von starker genetischer Manipulation und umfangreicher Implantation. Seine Verdauungs- und Atemorgane wurden durch eine Art Batterie ersetzt, um ihre Energie direkt vom Hauptnetz empfängt und über den ganzen Körper verteilt. Miniaturisierter Phasentechnologie wurden unter die Haut implementiert und wird durch das zentrale Nervensystem ausgelöst, sodass das Konstrukt nach Belieben teleportieren kann. Das Gehirn und das zentrale Nervensystem wurden mit hochentwickelten Rechenleistung und
Feindkommunikation digitalisiert aufgerüstet. Programmierbarer Jäger, Killer, meiden. Okay, also sind die wahrscheinlich dafür da, also das sind die, die wahrscheinlich die ganzen Leute umbringen. Organische Teile in der Vitrine enthalten die DNS von Dutzenden verschiedenen Organismen. Größtenteils von anderen Planeten. Sie befinden sich in verschiedenen Stadien der Aufrüstung mit fortschrittlicher Technologie. Also Technik. Dieser fließbandartige Aufbau lässt den Schluss zu, dass die selbstteleportierenden Konstruktionen von den Fremden, die diese Einrichtung entworfen haben, gebaut und gepflegt, eingesetzt wurden. Jo. Okay. Ölenbusch. Rote Wiege. Problem ist, wir haben wieder keinen Hinweis darauf, wo es weitergeht. Das finde ich nicht in Ordnung, ne? Umgebungsscan. Ha. Datendownloads. Codes und Hinweise. Standorte der fremden Einrichtungen. Laborzugang. Wenn Sie Ihre Ausrüstung verbessern wollen, verwenden Sie bitte die Modifizierungsstation. Achso, ja, nee, das ist klar. Eigene Notizen. Frachtraumzugangscode, Labor. Nettes Angebot. Ist alles nicht so cool, ne? Okay. Wie geht's jetzt weiter? Sind meine Melonen sind fertig. Sehr gut. Ja. Dann hack dir mal zwei weg. Und dann kannst du drei essen oder so. Okay, wir sind wieder fit. Ja, ja. Jetzt ist wieder alles gut hier. Ja, kannst du gleich neue anpflanzen. Dann kannst du die Ene dann noch abpacken. Hier. Die kannst du einsammeln. Dann können wir nochmal hier anpflanzen und nochmal Ene essen. So, viel besser. Wunderbar. Der hier hat auch ein bisschen was schon. Der hat auch ein Wässerchen. Hübsch. Okay, dann nehmen wir uns das Wasser. Ja, nimm mit. Wie sehen wir energiemäßig aus? Sehen wir auch gut aus. Von daher würde ich mal sagen, auf in den Krebs. Und wir gucken uns hier weiter um. Ja, willkommen an Bord. Wobei wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, sehe ich gerade. Weil ich muss bald auf Arbeit. Ja, okay, wir machen nochmal ganz kurz. 10 Minuten habe ich noch. Dann muss ich erstmal, dann muss ich leider aufhören. Ich auf Arbeit muss. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Da sind wir schon bei 3 Stunden, ne? Verrückt. Die Zeit vergeht manchmal, ja. Die Frage. In Vulkanregionen geht's weiter und wir müssen noch tiefer runter. Also hier geht's in jedem Falle tiefer runter. Das sehen wir ja schon mal. Hier ist Blei. Ja, wir machen uns jetzt einfach mal hier runter. Hopp. Dieses Bild hier habe ich schon mal gesehen. Da gab's Fanarts oder so oder halt irgendwelche Arts gab's dazu. Will mal dahin. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht werde ich umgebracht. Mal gucken. Ich will mir das Teil hier mal angucken. Vielleicht kann man das scannen. Nee, ja, das kann man scannen. Und dann will ich das nämlich auch scannen. Riesiger Lebensbaum. Das finde ich gut. Ja, scannen. Weiter. Die Maustaste will echt nicht mehr. Habe ich das Gefühl. Hier, wo bist du? Nee, keine kurzen Hinweise, keine Staatenstrukturen. Hier, einheimische Leben. Riesiger Lebensbaum. Ein gewaltiger Baum, der in einer tiefen Höhle entdeckt wurde. Der einzige seiner Art auf dem Planeten. Der Baum wird von Rochen umkreist, die auf einen rosafarbenen äußeren Blättern weiden. Ah, okay. Rinde. Eine harte, schnell wachsende Rinde bedeckt die Außenseite des Baums. Winzige Organismen leben in den Kerben der Oberfläche. Phantomeier. Die Äste sind von einigen unausgebrüteten Eiern herum
gewachsen, die von einer Tierart mit der Bezeichnung Phantom gehören. Diesen Baum scheint ein uralter Nistplatz zu sein. Die Eier wurden gepflegt, als der Baum jung war, und nun sind die Äste schützend um sie herumgewachsen, während sie die richtigen Bedingungen zum Schlüpfen abwarten. Okay. Muss ich mal gucken. Ach, das sind die Phantomeier. Ah, okay, cool. Okay, das ist cool. Deswegen haben wir da oben auch ein Phantom gefunden, wahrscheinlich. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Dann sind die Rochen hier wahrscheinlich quasi Futter für den Phantom. Für die Phantome. Sobald die schlüpfen, haben sie hier sofort was zu essen. Nämlich die Rochen halt. Und die Rochen leben hier von dem Baum. Das ist cool. So, wir gehen mal nach da hinten. Da gibt es bestimmt nochmal was. Wir haben Energie, haben wir noch. Und wir haben ja auch Wasser. So ein bisschen zumindest. Müssen wir wiederkommen, ist das Wasser auch wieder fertig. Ach, wir haben ja immer Wasser einstecken. Ist ja eigentlich kein Problem. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier könnte man auch überall Basen bauen, ne? Bin mal gespannt, wo das hier noch hingeht. Ob hier dann... Nee, es kann ja nicht noch so ein Baum kommen. Weil es wurde ja gesagt, das ist der einzige seiner Art. Wäre komisch, wenn noch so ein Baum käme, wenn das der einzige seiner Art ist. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall Alarm. Irgendwas macht wieder Geräusche. Ja, hier, komm. So, geht doch. Hier geht's weiter runter. Also man könnte jetzt hier weiter runter, so wie das aussieht. Von daher versuchen wir das mal. Mal gucken. Wir kommen ja dann irgendwo bestimmt auch wieder hoch. Ach komm, bleibt mir immer an den Pilzen hängen. Komischer. Finde ich nie cool. Hier geht's noch weiter runter. Bis 1300 Meter Tiefe können wir. Also vielleicht finde ich noch mal was. Wenn ich jetzt hier weiter runter mache. Wir sind jetzt auf 1000 Meter fast. So, gleich sind wir auf 1000 Meter. Okay. Und es geht noch tiefer runter. Aber hier sind überall bloß Pflanzenfresser. Das finde ich schon mal ganz angenehm. Ach, da ist ein Baubar, okay. Baubar sind nicht so cool. Okay, jetzt ist hier Vulkangebiet, wie es aussieht. Hier wird es auch schön warm. Was ist denn das für ein Tier? Das sieht aus, ey. Wo muss ich jetzt hier weiter? Soll ich echt da runter gehen? Also hier ist auf jeden Fall Vulkangebiet, ne? So viel steht schon mal fest. Ach komm, wir versuchen es mal. Muss schon schief gehen. Sind immer noch Ressourcen. Getan. Was haben wir hier? Kupfer. Hier ist die Vulkanregion. Ich muss mal merken, dass ich von da oben gekommen bin. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Vielleicht findet man hier ja auch. Kann ich hier aussteigen? Ja. Was bist du? In Krebs einsteigen? Nee. Ich will den hier scannen. Eine Lavalarve. Hier, verziehe dich. Ja, keine Ahnung, was du bist und was du tust. Aber lass meinen Krebs in Ruhe. Ich kann mir vorstellen, dass die den aussaugt. Fände ich nicht so cool.
Energie wegnimmt, weißt du? Aber ich brauche meine Energie. Also, verzieh dich. Wir können noch ein Stück tiefer, bevor maximale Tauchtiefe erreicht ist von dem Krebs. Deswegen versuchen wir das. Boah, Wahnsinn. Soll auf 1200 Meter Tiefe, soll ja nochmal was kommen. Von den Abbauern hier. Und bis 1300 Meter tief kann ich, also gehen wir mal gucken. Ob wir hier was finden. Wir sind ja jetzt gleich auf 1200 tief. Es ist ja gar nicht so warm hier, muss man mal ehrlich zugeben. Das könnte schlimmer sein. Das ist cool hier. Hopp. Ich muss auf die Tauchtiefe aufpassen. Wir sind echt tief. Da ist auch wieder ein Warper. Mehrere. Wir gehen hier einfach weiter. Halt. Ach komm. Wo ist mein Krebs? Da hinten, okay. Muss ich schon sagen. Interessant, dass er mich nie angreift weiter. Die werden mich damit nochmal verwirren, wo ich bin. Und dann finde ich mich nicht mehr hin und zurück. Was war denn hier? Lava-Brocken oder so. Hübsch. Da unten schwimmt irgendwas. Ja, ich drehe gleich um. Jeden Moment drehe ich um. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, aber nee, ich drehe mal erstmal um und gehe zurück zu der Basis, die wir da haben. Und dort machen wir dann erstmal Schluss für heute. Ja, sehr gut, ja. Ich gehe ja schon wieder. Ich hoffe, ich komme zurück. Dort muss ich mich dann erstmal aufladen und Zeug besorgen. Vielleicht nehme ich auch eine extra Energiezelle mit, sicherheitshalber. Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen Medikits wären vielleicht auch nicht schlecht und so. Das ist halt die Sache. Na? Ja, hier. Verziehe dich. Ich bin jetzt hier. Ja. Nein. Ach du. Du Hugo. Ja, ja, machst du Schaden. Verziehe dich. Ja, sicher. Sicher, du Arsche. Ja. Mach dich fort. Los, los, los. Ach komm. Was willst du? Verziehe dich. Ich gehe jetzt heim. Jetzt kommt der Krebs hier nicht hoch, ne? Zu schwer. Ich muss jetzt aufpassen, wo ich lang muss. Also gut, wir sind immer noch sehr tief, also. Hier muss ich auf jeden Fall noch ein ganzes Stück. Ich glaube, von hier oben bin ich gekommen. Ja, genau. Hier oben bin ich gekommen. Okay, wir kommen wieder hoch. Alles gut. Der erste Energiekern ist aber gleich leer von mir. Na, komme ich bis ganz hoch? Weiß es nicht. Lass mich jetzt hier hängen. So. Nice. Okay, das geht gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, gut. Da ich jetzt hier fast schon raus bin, wieder bei unserer Basis, würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann, ja, ist ein Abo super. Wenn ihr eine Mitteilung kriegen wollt, immer wenn hier die nächste Folge an den Start geht, dann braucht ihr zusätzlich zum Abo noch die Glocke. Und Anmerkungen, Kommentare freuen mich immer, ne?
Also, wenn ihr was habt, dann immer raus damit. Wie gesagt, Spoiler vermeiden, aber so Hinweise, in welche Richtung ich gehen sollte, um weiterzukommen, finde ich nie schlecht. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.